Jetzt kommt noch eine Sequenz und man kann die nicht abbrechen. Ich kenne die doch schon. Man kann die nicht abbrechen? Noch doch, ich kann also die abbrechen. Die Scans zeigen alle dasselbe. Nichts. Wo bin ich denn jetzt da? Warum wollte uns die Dunkelheit hier haben? Ah, das ist die Einführungsmission von der Story von dem neuen Jahr. Es ist nur immer ja, wieder stellen wir uns der Dunkelheit. Also nach drei Intros irgendwann reicht's. Alle drei nach abgeklappert. So, ja, auch da. Sind wir jetzt am selben Ort? Wie macht man sowas? Dafür hat Varix also das Gefängnis der Alten eingetauscht? Tja, wenn ich an der Ermordung von Kate 6 beteiligt gewesen wäre, würde ich mich auch auf einem trostlosen Mond verstecken. Ich weiß gar nicht mehr, wie kann man denn hier Emotes machen? Mit C? Ja, mit dem Pfeil aufnehmen. Also du musst die erst belegen und dann die entsprechende Pfeil aufnehmen. So, jetzt bin ich auch da, auch wenn ich mich gar nicht wollte. Oh mein Gott. Kannst du deinen Voice-Chat noch deaktivieren? Ja, ich bin gerade dabei, aber ich hatte Ladebildschirm. Ja, ich tanze. Kann ich mich selbst hier ausmachen oder muss ich euch stumm schalten? Du musst dich, glaube ich, nur stumm schalten. Also dein Voice-Chat. Wie mache ich das? Option Audio. Also Einstellungen. Ach so. Sound, meinte ich, ja. Und dann. Ja, ich war jetzt bei der Übersicht von den Leuten. Was macht denn Dave einen Ausdruckstanz hier? Hallo, jetzt bin ich nur noch einfach. Ja. Hey, da ist ein Mount. Habe ich auch eine Mount? Wenn ja, wie aktiviert man das? Tab drücken und F. Aber das gerade eben ist eine Geste, das mit dem Wackelteil. Tab drücken und F? Ja, dann rufst du deinen Speeder. Ich dachte, du meinst den Speeder, aber... Nee, ich hab dann, glaube ich, keinen, weil mir kommt mit F nix. Dann stehle ich den hier. Ey! Wo müssen wir denn jetzt hin? Was müssen wir hier oben machen? Immer geradeaus. Okay. Am Radar links oben hast du einen weißen Pfeil, okay. Der zeigt die Richtung vom Missionsziel. So, wir wollen hier Sachen ballern. Ach, genau. Ich hab einen Besen. Da fällt mir ein, ich wechsle mal auf Leere. Warum habt ihr denn Mounts und ich nicht? Goddammit. Weil wir schon sehr viel gespielt haben. Kein Leben mehr. Und zugegeben, ich habe meinen Mann mit Echtgeld gekauft. Vor ein paar Monaten. Nur so, jetzt kommt's raus. Ja, aber das war ein begrenztes Angebot und das ist ein fucking Hexenbesen. Ich musste ihn einfach haben. Wie kann man sich da raufsetzen? Mit eh nicht. Du kannst dich nicht auf den von einem anderen Spieler setzen. Bist du dir sicher? Ja. Hab ich schon probiert. So, hier hab ich ihn zerstört. Wir sind nah am Ursprungspunkt von Variks Notsignal. Willst du auf meinen Besen reiten? Oh mein Gott! Hey! Wenn ich keine Mount hab, dürft ihr auch keine haben. Schatz, der hat mein Besen kaputt gemacht! Na toll, jetzt wird sie nicht mehr fegen. Worauf soll ich denn jetzt reiten? Ich sag nee. Okay, da vorne kommen schon Feinde an. Achso, jetzt auch Feinde auf die man schießt, nicht nur auf Teammates. Okay. Friendly Fire ist seltsamerweise aus, ich weiß gar nicht wieso. Diese gefallenen Patrouillen sind genau da, wo wir hingehen. Im Lager. Im Lager. Sie müssen auch hinter Variks her sein. Beeilen wir uns. So, das war mein Name. Ich muss mich einmal mehr konzentrieren als bei Human Fall Flat. Ich habe ein Primus-Angramm gefunden. Es wird doch mal Zeit. Das ging schnell. Das cool. Ist das allererste, seitdem wir diese Season spielen. Ein was hast du gefunden? Primus-Engramm, das ist besonders hochleveliger Loot. Getragen. Machen wir hier mal die Hütte kaputt. Mit haben wir es hier zu tun? Jemand hat sich hier aufgehalten. Es gibt Spuren von dunkler Energie. Es ist Braytag. Mal alles zerstören. Ich glaube, es ist Brays Kolonie aus dem goldenen Zeitalter hier auf Europa. Wer auch immer hier nur Dialog abwarten. Benutzt, um auch Variks zu verfolgen.
Sie müssen das Notrufsignal vor uns abgefangen haben. Wird beides Wanderer? Ah ja, das ist ein Titel, den man sich verdienen konnte. So, ich dachte, Klasse. Indem man ganz viel findet. Genau, es sind eigentlich nur Geheimnisse und indem Orte. Indem man viel wandert. Genau. Genau. Wer hätte es gedacht? Das war der einfachste, der zu ergattern war. Aber wir sind beide, ehrlich gesagt, Noobs. Noobs mit hunderten von Spielstunden, ja. Ja, da kriegt man, da kriegen sogar Noobs irgendwann mal was zusammen. Das ist dann schon ein bisschen peinlich. Machen wir da überhaupt Schaden? Ja, aber die Dinger sind ganz schwer kaputt zu machen. Und die hauen dann auch wieder ab. Also. Ach so, die Schiffe. Alle Freunde! Ach, man rutscht ja hier. Wenn du aus dem Rennen dich hinkriegst, rutscht du immer ein bisschen. Ich dachte, es wäre das Eis. Wäre schön, aber nee, das wird nicht berücksichtigt. Da liegt doch was. Ah, man kann zumindest die Geschütze separat abschießen von den Schiffen. Echt? Das ist, glaube ich, neu. Also ich wusste nicht, dass das bislang ging. Habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie Schaden mache. Gleich mal auf uns geschossen, ne? Und dann, oh, Entschuldigung. Upsi. War nur mit Abwehr. Ein Blob. Ja, der Blob ist mächtig. Der macht richtig viel Schaden, ne? Ich dachte, ich hätte ein Schwert. Und hatte ich mal. Ah, das ist in der Solar, also in der Armen. Ach, man, jeder wählt eine andere Ulti. Muss wirklich ein Spiel. Nee, du kannst. Ja, jeder hat drei verschiedene. Finden, wird es jemand anders tun. Wir haben jetzt hier. Noch nicht zu Moment, jetzt bin ich rausgetappt aus Versehen. Also in deinem Inventar hast du links oben das Symbol für deinen Fokus. Also das ist die Spezialisierung des Skilltree quasi. Sie ist nah. Und du hast die alle drei Elemente zur Verfügung: Solar, was Feuer ist. Arcus, was Blitz ist. Ja. Und Leere. Was sowas wie dunkle Energie ist. Habe ich in 5 Minuten wieder vergessen, das weißt du, ne? Und das Flammenschwert ist halt bei Solar die Super. Mit dem Besen vorgeritten, ja. Hast du das Stream offen, oder? Rückelt der bei dir auch so? Ruckelt das? Stellenweise, wow. Weil auf Google TV habe ich, wo ich ihn laufen habe, da ruckelt er voll. Ich war mir jetzt noch nicht sicher, ob es nicht an unserer Verbindung liegt, oder. Ja. Was passiert bei mir? Bei mir auf dem Handy ist alles. Okay, sonst kann der Chat ja sagen, ob es bei denen auch ruckelt. Es kann schon gut sein, ne, wenn wir beide streamen. Oder wenn wir beide halt online spielen und dann zusätzlich noch der Stream da und der Stream auf deinem Handy. Nicht nur ein Verräter. Auch ein Dieb. Das ist schon also ein bisschen Bandbreite. Habt ihr das für eine Holzverbindung? Ja. Ja. Hunderte. Okay. Durchsucht die Gebäude. Hab ich auch. Aber auch die hat Grenzen. Ja. Also könnt ihr das Chat der schreiben? Alte! Eramis, alte Freundin. Dieser Mächte. Aber da sich niemand beschwert. Aber. Sie verhindern dann wie ich. Aber auch keine Bestätigung, kommt, weiß ich nicht. Der Chat ist so ruhig, beschwert euch mal. Bleib du bei deinem Maschinengott. Ah, nicht beschweren, ne? Mit dieser Macht. Doch. Bestimmen wir unser Schicksal. Er spielt einem was vor. Lebt in der Vergangenheit. Wer ist der Typ hier, der den Arm verloren hat? Der hat uns früher schon mal geholfen und ist dann aber verantwortlich geworden für den Tod von einem anderen Hüter. Absichtlich verantwortlich? Nicht direkt verantwortlich, aber beteiligt. Wem? Ich will nicht spoilern, falls jemand hier Dann macht er. Den müssen wir jetzt retten. Der sollte sich direkt vor uns befinden. Verstehe. So.
Und jetzt dürfen wir endlich alle umbringen. Wart auf mir! Von dort kommt Fahrex Signal. Wie gesagt, wait, are we the baddies? Das hat sich gerade echt... Hat sich gerade echt, was? Ich wollte sagen, das hat sich gerade echt schwul angehört. Ich meine nicht, dass schwul eine Beleidigung ist, aber... Ja, okay. Ich sag mal nicht schwul, das hat sich tuntig angehört. Das macht nicht besser, das macht es nicht besser, glaube ich. Nee. Nicht wirklich. Naja, tuntig sein ist eine Entscheidung. Schwul sein nicht. Ja, ich glaube, da bin ich auch begeistert. Es ist sicher eine Streitbewegung. Na, Varix? No, armes Pupille. Ich empfange mehr Unruhe in den Kampf der Gefallenen. Sie sollen den Bereich umstellen. Die Schlange kommt hier nicht lebend raus. Den da tatsächlich mal zur Abwechslung nicht umbringen. Möchte ich aber. Aber du darfst das Eis zu seinen Füßen kaputt hauen. Hau drauf! Hab ich doch grad schon, ja. Jetzt erst darf man sagen. Ja. Und muss sich jetzt verstecken. Nicht so schnell. Wir nicht haben so deine Nachricht gehört. Die Dunkelheit ist unter uns. Was soll das bedeuten? Keine Zeit. Sie kommen. Varix bittet erneut um deinen Schutz. Nur ich suche drin. Warum sollten wir ihn jetzt beschützen? Weil er Informationen hat. Und die gibt uns erst, wenn wir ihn beschützen. Nimm das. Und das. Und das. Und das. Und das. Was habt ihr denn hier für ein Spiel? Das ist der letzte. Oh, Erfolg, Retter. Varix ist wahrlich dankbar. Und ist abgehauen, ohne was zu sagen. Ne? Dann beweise es. Natürlich, falls wir ihn jetzt doch noch umbringen würden. Kommt zu Varix und ihr werdet sie erhalten. Super, bereit. Aber seid euch bewusst, dass unsere Arbeit hier gerade erst begonnen hat. Genau, das war jetzt die Einführungsmission für die Saison bzw. das DLC Jenseits des Lichts, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und um diese Storyline dann quasi weiterzuspielen, bräuchte man das DLC. Er ist der neue Questgeber. Der genau. Varix. Mhm. Er ist der Questgeber von dem Mond von Europa. Wieder was gelernt. Und morgen vergessen. Ja, das ist ein bisschen fies. Die zwingen einen beim neuen Einloggen dann erst einmal eben diese Mission zu spielen, diese Einführungsmission. Weil du bist ja online gegangen und bist sofort in die Mission. Da kommt man gar nicht raus.